Jetzt nach dem Korrespondenten in der Hauptstadt kommt der Politikwissenschaftler in der ehemaligen oder zweiten Hauptstadt, Volker Kronenberg. Grüße Sie. Guten Tag, Herr Kulle. So, also Disziplin, Mut und Kreativität, darf ich das mal eben gerade zitieren von Horst Seehofer. Also nochmal, Disziplin, Mut und Kreativität soll jetzt dann zur GroKo führen. Das erklären Sie jetzt mal bitte, wie das gehen soll. Ich würde sagen, das sind Eigenschaften, die grundsätzlich zur Politik gehören, die jeder Politiker ja im Grunde sich selbst zuschreiben sollte. Die Herausforderung ist natürlich für Seehofer und die anderen Stellungnahmen, die wir gehört haben, dass im Grunde die Dinge ja gesagt sind, altbekannt sind. Die Herausforderungen liegen im Grunde offen vor den Akteuren. Es geht einerseits, Herr Kulle, natürlich um Inhalte. Da wird man ringen müssen. Es geht das, damit begann die Sendung, wir haben jetzt Markierungen, rhetorische Zuspitzungen der einzelnen Parteien in den letzten Tagen erlebt. Jeder weiß, jetzt kommen wir in eine neue Phase, jetzt setzt man sich zusammen. Das heißt, es wird gerungen werden um Inhalte, aber natürlich auch steht die große, die im Grunde die grundsätzliche Frage natürlich, vor allen Dingen für die Sozialdemokratie im Raum, will man denn überhaupt jenseits von Kompromissen und von inhaltlichen Zugeständnissen oder auch Gewinnen sozusagen, will man denn dieses Unternehmen Große Koalition ernsthaft und kriegt man es auch durchgesetzt? Das ist der springende Punkt. Aber das ist anscheinend nicht eine Frage der Parteiführung, sondern eine Frage der Parteibasis. Völlig richtig, Herr Kulle, nur das müssen wir auch sehen. Wie hat sich die Partei seit der Wahl am 24. September aufgestellt? Wie hat man agiert? Man wird sicherlich als Beobachter jetzt nichts Ehrenrühriges sagen, wenn man sagt, es wurden grundlegende strategische Fehler sicherlich gemacht. Man hat sich sehr früh festgelegt, man hat sich nach dem Jamaika-Scheitern dann gleich auch wieder festgelegt. Man hat sich damit Spielraum genommen. Man hat im Grunde auch die Erwartungen in der Funktionärsschicht, an der Basis, in der Mitgliedschaft natürlich sehr, sehr gesteigert. Ich will darauf hinaus, dass natürlich Disziplin jetzt zu diesen Gesprächen, zu den Verhandlungen dazu gehören. Das gehört, dass nicht Informationen durchgestochen werden, dass man nicht schlecht übereinander spricht. All das ist richtig. Mut heißt natürlich einerseits, deswegen komme ich mit dem Inhaltlichen, es wird bedeuten, dass jede Partei etwas geben muss und auch etwas einstecken muss. Wir haben wichtige Politikfelder, um die es hier gehen wird. Frage Migration, innere Sicherheit, aber natürlich auch im Bereich des Sozialen. Nehmen wir jetzt die Frage Bürgerversicherung oder nehmen wir anderes mehr. Digitalisierung, nehmen wir Europa. Aber Herr Kulle, Tatsache ist auch, bei all diesen inhaltlichen Punkten können diese drei Parteien, die ab morgen Vormittag zusammensitzen, natürlich zusammenfinden. Sie haben ja jetzt auch 4 Jahre. Und alle drei würden sagen, dann doch erfolgreich inhaltlich regiert. Natürlich wird man sich letztlich einigen können. Aber dann wieder die Frage, auch wieder aus Parteisicht, SPD, können wir das wollen oder wird uns das sozusagen wieder in ein Korsett bringen oder nicht? Ich als Beobachter sage, es ist natürlich kein Selbstläufer, dass sich die SPD in einer neuen großen Koalition zwangsläufig wieder marginalisiert. Warum denn? Macht man Frau Merkel dafür verantwortlich? Es gibt keine Automatismen in der Politik. Wir können doch heute auch nicht wissen, was in 4 Jahren ist. Ein letzter Punkt. Es geht ja nicht nur darum, was man in Sondierungen und Koalitionsverhandlungen jetzt vereinbart, was auf 100 Seiten zusammengeschrieben wird. Politik lebt von aktuellen Herausforderungen, spontane Krisen, anderes mehr. Darum muss es gehen. Stabilität, Disziplin, Vertrauen, das wird man unter Beweis stellen müssen. Am Ende steht die Grundsatzfrage, will man staatspolitische Verantwortung übernehmen, ja oder nein? Und wir haben übrig gelassen den Begriff Kreativität. Ich bringe ihn mal ganz kurz noch zum Schluss auf Frau Merkel. Ich habe es vorhin schon in der Sendung angedeutet, man hält ihr vor, dass sie es eigentlich vergeigt habe, die Jamaika-Verhandlungen. Wie viel Kreativität und Stichwort auch neue Generation Deutschland, wie Christian Lindner, der FDP-Chef, ins Spiel gebracht hat, ist da jetzt noch drin? Naja, Man unterstellt, dass man sagt, dass wer sagt das. Natürlich ist es naheliegend, dass Christian Lindner das sagt. Er muss es ja auch irgendwie rechtfertigen, dass er das nicht zum Erfolg oder zum Abschluss gebracht hat. Es gibt natürlich auch andere Sichtweisen aus der Union. Natürlich wird man auf die Person Angela Merkel schauen. Natürlich hat sie auch das CDU-Wahlergebnis wesentlich mit zu verantworten. Vom 24. ist der richtig. Nur vergleicht man immer auch noch die Popularität innerhalb der Union und in der Bevölkerung Merkels zu anderen Personen, wird man ja sagen müssen, die Union wäre ja sozusagen überhaupt nicht klug beraten, hier eine so erfahrene, umsichtige Politikerin in Frage zu stellen. Und man darf doch unterstellen, nach dem Scheitern von Jamaika, dass Angela Merkel nun so viel Kreativität in den kommenden Tagen und Wochen aufbringen wird, dass dieses Bündnis schon geschlossen werden könnte,
wenn es denn alle wollen. Schön, dass Sie es so rund gemacht haben zum Schluss mit der Kreativität.